So, hallo und alle zu einem neuen Video und heute spiele ich mal eine kleine, aber feine Runde Murder Mystery auf dem Server hier. Und ich habe ein kleines Thema zu besprechen, so nebenbei. Nämlich, boah, ich kann mich gerade schwer konzentrieren, wenn ich hier nämlich den Adventskalender. Ich wollte darauf hinweisen, dass ich dieses Jahr wieder einen machen werde. Lol, kann man die hier kaputt haben? Ich wollte darauf hinweisen, dass ich dieses Jahr wieder einen machen werde und... Ja, lohnt sich ja hier. Und das heißt, dass jeden Tag ein Adventskalender-Türchen sich öffnen wird. Es gibt ein Video, welches ein Adventskalender-Türchen sein soll, Schrägstrich ist. Und man weiß halt nicht, was sich dahinter befindet. Also es wird eine kleine Überraschung sein. Es kann ein zufälliges Video sein. Es kann eine Map-Vorstellung sein. Es kann Tutorials sein. Es kann ein Server-Video sein. Es kann Command-Vorstellung sein. Es kann alles sein, was ihr... gerne so guckt, sämtliche Formate. Was halt nicht sein kann, ist eine zusätzliche Craft Attack Folge oder sowas oder generell irgendeine Serie oder sowas. Das ist halt leider nicht möglich, weil das wäre ein bisschen, ja, unkontrolliert. Das sieht halt nicht jeder dann, wie gesagt. Aber ich dachte mir, ich werde das wieder machen, so wie letztes Jahr auch ebenfalls und nur so als Hinweis, dass ihr Bescheid wisst, was da kommt, wie das Prinzip funktioniert, wie ich das vorhabe zu machen und so weiter und so fort. Auch nicht so immer noch den 3 Gold Ingots, um den Killer rauszukriegen. Ah, die Olle ist es. Da die rot-weiß ist es. Aber ich kann die nicht klatschen, ich brauche einen Bogen, One-Shot-Bow, da oben läuft sie. Gib mir einen One-Shot-Bow. Ah, okay. Warte. So. Ja, ich werde das Thema nebenbei ein bisschen bequatschen und dann gucken wir mal. Ich glaube schon ein weiteres Gold noch. Siehst du? Also ein weiteres Gold brauche ich noch. Okay, sie hat mich im Visier. Was? Oh, schade. In dem Moment, wo ich das eine Gold hatte und wusste, wer es war, hätte ich sie klatschen können. Ah, egal. Ja. Und ich bin ein bisschen am Vorbereiten, sämtliche Videoideen am Raussuchen und hatte gedacht, es wäre vielleicht wieder mal eine gute Idee. Und ja. Ich würde sogar fast schon halb mitfragen, ob ihr mithelfen wollt, Ideen zu finden, weil das ist etwas anstrengend. So wahnsinnig viele Videos vorzubereiten. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was man alles machen könnte. Also der eine oder andere Spielmodus halt auf dem Server. Ich werde die halt mehr oder weniger mit am Stück vorbereiten und dann schauen wir mal, wie es denn so aussieht. Ja, das war wieder die von eben, aber ich glaube nicht, dass es dieselbe ist. Hier liegt wieder ein Gold. Ja, muss mal gucken. Also Dezember wird eine harte Zeit. Ich habe die eine oder andere Idee schon gemacht. Ich habe 3 Tutorials noch in Vorbereitung, die ich machen würde. Unter anderem auf der Liste ist dieser Superofen, den ich... Okay, der war das. Unter anderem ist das dieser Superofen, den ich halt schon mal in Crafted jetzt gebaut habe. Dann eine Hexenfarm. Dann eine Eisenfarm. Dann habe ich noch... Genau, der war das. Dann habe ich noch vielleicht sogar eine alternative. Geht das hier durch? Ja. Eine alternative Hexenfarm, die ohne Redstone auskommt. Und so. Ja. Und ja. Könnte vielleicht interessant werden oder so. Mach noch eine dritte Runde hier. Komm. Ich brauche nochmal ein etwas besseres Erfolgserlebnis. Ich habe hier ja YouTuber-Rang drauf und ich habe eine erhöhte Chance auf Murderer zu werden. Das ist halt der spaßigste Job hier dran, das stimmt schon. Ah ja, Innocent ist ja irgendwie nicht so spannend immer. Ich kenne aber auch die Maps nicht, das ist die andere Geschichte. Andererseits halt dieser One-Shot-Boy, ja, hast du nur einen Pfeil. Zu wissen, wer der entsprechende ist, ist schon mal gut. Aber ihn dann auch platt zu machen, das ist die andere Geschichte. Ich brauche halt ein paar Ingots hier. Innocence left.
15. Naja. Zumindest bekommt man auch fürs Überleben Coins, ist das schon mal was. Ach ja. Ich würde am liebsten öfters mal vielleicht solche Infoveranstaltungen machen. Das Problem ist nur, es ist halt manchmal schwer umsetzbar, weil man das nicht in so ein Video nebenbei reinschieben kann. Und es ist manchmal so ein Störer. Weißt du, es ist halt nicht irgendwie so ein fester Platz vorgesehen in meinen Folgen. So, ja, ich mache gerade meine Ankündigung. Oh toll, hier passiert, was passiert hier? Ich kann mache überhaupt gar nichts. Und dann, ja, Sekunde mal, hier wird rumgehämmert. So, da wäre es halt einfacher, keine Ahnung, wenn die Leute mal auf Twitter oder so gucken würden oder einfach generell Social Media. Gut, Facebook ist eine Ausnahme, weil Facebook poste ich ja aktuell nichts mehr. Also ist wie Twitter, keine Ahnung. Und ich denke halt auch immer, ich erreiche nicht wirklich alle Zuschauer, weil mir nicht so viele da folgen, wenn ich irgendwie was poste oder Infos geben möchte. Ah, da vorne ist er doch schon hier gewesen, der eine. Der da. Der blaue ist das. Ja. Ich wollte schon versuchen, irgendwie auszuweichen, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das Ding werfen konnte. Ich klicke mal auf Play Again, anstatt hier so lange zu warten. Auf das Game und so. In erster Linie ist ja so eine kleine Laberfolge gewesen, aber so ein kleines Erfolgserlebnis wäre aber trotzdem auch nicht schlecht. Nochmal. Für dieses Video. Ich wusste schon, dass es ist, aber ich kann halt nicht ausweichen, irgendwas dagegen machen. Gut, das ist halt die andere Geschichte. Ne? Ja. Ich bin so schlecht im Verfolgen. Ja, ich brauch mal. Also, du kannst ja nur was gegen den machen, wenn du halt deine 10 Gold hast, ne? Vorher geht's ja nicht. Ja, wollen wir hoffen, dass er das nicht ist hier. Oder er. Bogen habe ich ja, aber Gold habe ich nicht. Oder doch, warte. Hä, ich kann auch... Da läuft einer unsichtbar lang. Oh. Lol. Ich entdecke gerade das Spiel. Ich habe einen Innocent... Ich wusste, dass jemand unsichtbar da lang gelaufen ist, aber... ich habe gedacht, man kann den Bogen gar nicht... Ah nee, warte, ich war Detektiv gerade. Lol. Ich hab's gerade echt nicht geschnallt. War ich gerade Detektiv? Ich war gerade Detektiv. Ich hab's nicht gecheckt, dass ich gerade einen Bogen hab. Ja, klasse. Hier läuft noch jemand unsichtbar lang. Aber der mit dem Pfeil könnte ja... Na, dreht er sich wieder um, läuft wieder hinterher. Ja, okay. Da haben wir den doch. Ey. Ich glaube, ich war Detektiv einfach. Der rennt jetzt durch und klatscht jeden weg, den er findet. Ah, wenn ich immer Detektiv bin, oder Quatsch, wenn ich Mörder bin, dann sieht das immer jeder sofort. Ist immer so offensichtlich. 3 Innocents sind noch übrig. Ich hab gerade, hä? Man muss immer 10 Gold eingesammelt, bevor man einen Bogen schießen kann. Und jetzt auf einmal, ja, okay. Jetzt auf einmal war ich gerade Detektiv oder was? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Naja, egal. Nächste Runde, nächstes Glück. Hätte ich gedacht, dass Innocents das auch so schaffen. Werde ich gleich mal ein bisschen genauer drauf gucken. Ja, Detective Chance ist runtergegangen, also war ich eben Detective. Aber ich habe ganz gute Chancen, glaube ich, dass ich... schon wieder Detective. Okay, diesmal ich von Anfang an Bogen. Gut zu wissen. So. Na ja, gut, Detektiv war ich eben auch. Ist schon mal nicht schlecht. Hör. So, man kann hier rüberrudeln. Irgendwie habe ich gehört, wo jemand Schaden bekommen hat. Okay. Na gut, letzten Endes muss ich nur gucken.
und Übersicht behalten, welcher Spieler es denn jetzt ist. Ich laufe mir halt auf offener Straße rum, damit ich besseren Überblick habe. Ob jemand ein Schwert in die Hand nimmt oder... Ich sehe noch nichts. Drei Leute sind gestorben. Ah, da hinten ist er. Der Schwarze wieder. Warte. Dammit. Wo ist er hingelaufen? Verdammt, wo ist er hingelaufen? Was? Next time move out of the street? Hey, ich kenne die Map gar nicht. Jetzt wusste ich schon, wer der Killer war, aber hab's trotzdem nicht hingekriegt. Was war denn das? Okay, da ist er doch wieder. Aber was war denn das für eine Runde? Ich habe mich nur drauf konzentriert, wo der gegnerische Spieler ist, damit ich nicht... Damit er mich nicht killt, ja, und dann kommt irgendwas anderes und kloppt mich weg. Aber hier ist er noch. Boah, das war jetzt ja mal richtig fies. Weiß nicht, war Detective, wusste, wer der Böse ist, haben bald einen Schuss vergeigt, weil er sich irgendwo dahinter versteckt hat. Und dann jetzt auf einmal, nee. Ist doch verarsche hier, egal, ich hab's auf Tape. Ich spiele jetzt gerade das erste Mal hier auf der Karte. Also ich spiele nicht so oft hier den Spielmodus. Aber das war der hier doch. So. Ja, jetzt ist er herangelaufen. Die haben den erstmal im Visier. Schieß doch. Ich bin jetzt einfach gerade halt in ihn reingegangen, deswegen. So, ja, müssen irgendwie hier runter, ne? Oh, oder auch nicht. Target the Cookie HD. 19 Meter. Ja, jetzt hat er einen geklatscht. Ja, da ist er wieder. Ist wieder rausgelaufen. Ey, was für eine Runde. Oh Mann. Gönnen 60 Sekunden. Das ist mir egal, ich gehe wieder in den Reihen, da habe ich einen besseren Überblick. Ups, nee, warte. Ja. So. Ja, dann mach diesen hier mal fertig. Ich glaube, der kriegt ihn nicht kaputt gehauen in den letzten 30 Sekunden. Jetzt kann er die easy finden, okay. Ja, schafft er nicht, die zu klatschen. Wurde gestoppt. Okay. Dann, ach Gott. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war so eine kleine Quatsch- und Laberrunde, bisschen Inforunde, bisschen Murder Mystery und irgendwelchen Girlscan gerade an, weil ich genickt bin. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, lass krachen. Und tschüss.